Ja, wir haben gewonnen. Ich definiere mich immer über Gewinn. Das war schon immer so, weniger über meine Leistung. Wenn wir als Mannschaft gewinnen, wir als Verein gewinnen, bin ich glücklich und demzufolge war das ein super Tag. Körper könnte es besser gehen. Ich glaube, im Januar habe ich das letzte Mal gespielt von Anfang an und dementsprechend ja, fühle ich mich schon ein bisschen kaputt. Ein paar Wehwehchen, aber insgesamt ganz gut. Das war auch nichts Wildes in dem Sinne. Ich habe nach einer Grätsche in der ersten Halbzeit, wo ich mit Jule zusammen in einen rein Grätsche, einen Schlag gekriegt auf den Oberschenkel, hat dann Mitte zweiter Halbzeit ein bisschen zugemacht, habe dann probiert, solange es geht. Ja, wie gesagt, das ist so. Man kann trainieren, wie man will, aber 90 Minuten Bundesliga ist dann doch nochmal was anderes und ja, nach 81 Minuten war dann Schluss. Es ging halt zur Sache, ist aber auch Bundesliga, gehört dazu. Wir haben uns das aber auch ein bisschen vorgenommen, weil gerade wenn du so eine Niederlagenserie hast, dann musst du manchmal vielleicht ein bisschen überdrehen. Haben wir auch manchmal auch ein bisschen riskant manchmal hinten gespielt, dann 1 gegen 1. Marv und ich sind jetzt nicht unbedingt die Sprintertypen, mussten dann natürlich immer das ist so ein schmaler Grat, dann vorzudecken oder halt dann vielleicht doch den Gegner mal aufdrehen zu lassen. Aber das haben wir, glaube ich, gut gemacht. Und ja, war ein hitziges Spiel, aber ich glaube nicht unfair insgesamt. Ein paar harte Grätschen dabei auf beiden Seiten. Aber insgesamt, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Bundesligaspiel. Ja, Hoffi wird er dafür bezahlt, dass er auch mal einen reinmacht. Demzufolge, ich glaube, Lasso zwei super Tore vorbereitet, sind generell gut ins Spiel gestartet. 2-0 geführt, hätten dann eigentlich das dritte, fast vierte machen müssen. Das hätte uns bedeutend mehr Ruhe gegeben. Dann macht Stuttgart ein super Tor. War dann besser im Spiel bis zur Halbzeit. Zweite Halbzeit war es eigentlich, ich glaube, wir haben alles weggeblockt, alles wegverteidigt, bis kurz vor Schluss, wo Sippi dann nochmal sensationell hält. Aber auch da hatten wir zwei, drei Konter, wo wir auch im Strafraum den letzten Pass nicht finden. Also insgesamt, glaube ich, ein hochverdienter Sieg gegen eine gute Mannschaft. Unsere Torhüter, also Torwarttrainer und Jan, die haben es direkt gesehen, direkt gefeiert. Und ich dachte, oh, okay, den muss er gut gehalten haben. Habe es im Fernsehen nochmal gesehen. Also aus 3 Metern, den hält er schon sensationell. Und gerade natürlich nach den letzten Spielen bei Sippi. Ich kenne das selber, wenn du lange nicht spielst und dann reinkommst, nicht so einfach, dort fehlerfrei zu bleiben. Und Herr Sippi hat einfach seine Qualität wieder gezeigt. Im Prinzip war es der Abpfiff. Also demzufolge war das jetzt für das Spiel, für den Ausgang jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, für Flacco war es ganz gut. Hat ewig nicht mehr getroffen. Und in so einer Kabine, das kann dann auch mal zehren, wenn dich alle immer wieder drauf ansprechen. Aber ich glaube, für den Ausgang war es nicht mehr entscheidend. Aber ich glaube, für Flacco und für den Borussia-Park, dass er nochmal bebt, war es, glaube ich, ein cooles Gefühl. Zumal das ja so ein klassisches Flacco-Tor war, gefühlt Ball ein bisschen zu weit vorgelegt. Und dann aber sensationell lange Eck, flach, hat er früher schon viele Tore so gemacht. Und in letzter Zeit nicht mehr. Und demzufolge war es für ihn, glaube ich, auch mal wieder wichtig. Bochum, glaube ich, haben sich anders vorgestellt, Trainerwechsel gehabt. Aber zu Hause eigentlich immer gut in den Spielen drin gewesen. Ich glaube, Frankfurt geschlagen, sehr überraschend. Und ja, es wird eine harte Nuss, wenn wir uns das heute mal angucken. Ich glaube, in Dortmund spielen sie, glaube ich. In Bochum habe ich besondere Beziehungen, Relegation damals gewonnen. Deswegen freue ich mich immer auf das Stadion, auf die Kulisse. Und da wollen wir natürlich einen Dreier einfahren. Wir müssen gucken, dass wir genug Punkte jetzt noch holen in den 2 Spielen. Natürlich noch ein Highlight mit Dortmund am Ende. Aber ja, alles raushauen, was geht und dann maximale Punkte probieren zu holen.